Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Guide. Diesmal geht es um Abgrundausrüstungsherstellung und da wollte ich euch einen kleinen Exploit zeigen, beziehungsweise einen kleinen Trick, wie ihr diese in relativ gute Qualität bekommen könnt. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen. Das ist ein echt cooler Trick, den ich auch heute erst rausgefunden, beziehungsweise auch über YouTube erfahren habe. Und den würde ich gerne euch einmal zeigen. Wie ihr seht, habe ich hier zum Beispiel Kopfbedeckung. Qualität auf 90. Das spiegelt sich wieder auf den Bonuseffekten. Je höher die Qualität, desto höher sind die Bonuseffekte. Wenn ihr die Abgrund-Dungeons machen könnt, wenn ihr in Vern seid, die findet ihr hier oben, sind die Abgrund-Dungeons. Da ist eine gewisse Gearstufe vorgeschrieben. Sobald ihr diese machen könnt, könnt ihr die genau einmal die Woche laufen. Ihr bekommt, wenn ihr diese Abgrund-Dungeons abschließt, diese die Schwur des Ritters Marken, sage ich mal. Diese könnt ihr hier beim Abgrund, bei der Abgrundausrüstungsherstellungstante, die sich ganz unten rechts bei Wern befindet, eintauschen in Gear und die zu einem epischen Gear machen lassen. Ihr seht jetzt hier dran, hier steht jetzt zum Beispiel 6. Wir haben 13 Stück, das heißt, wir könnten uns hiervon 6 Stück kaufen. Macht das. Die Qualität ist, wie ihr oben seht, nicht qualifiziert. Wenn wir jetzt hingehen und knallen alles voll, das heißt, wir wollen sechsmal, so oft es geht, diese Ausrüstung haben, bis es nicht mehr funktioniert und wir keine der Spur des Ritters mehr haben und dann in unser Inventar gehen, haben wir hier die Hüte, die wir jetzt gerade gekauft haben. So, jetzt denkt ihr euch, wieso, das ist doch Sauverschwendung. Wenn ihr jetzt da drüber hovert, seht ihr, der hat 27er, der hat 66, 49, 19, 41 und 45. Wenn die euch nicht gefallen, zerlegt die einfach wieder und bekommt 100% von der Schwur des Ritters wieder zurück. Das Ganze könnt ihr beliebig oft wiederholen, solange euer Silber nicht alle geht. Wer Ist ein ist mega größer? guter Trick, Der relativ König gute Qualität oder der Königsmacher? auf diesem Tier 1 Set zu haben. Ich wollte euch das nur zeigen, weil mir hat es auf jeden Fall geholfen und so werdet ihr auf jeden Fall auch stärker. Das geht mit Sicherheit mit Tier 2 und mit Tier 3 auch. Aber soweit bin ich noch nicht, deswegen kann ich euch das nur in Tier 1 zeigen. Gut, das war's schon davon. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob dieser Guide euch geholfen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns einfach im nächsten Guide. Haut da rein, Leute, und ciao.